Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Oben an der Spitze im November, vom 5. November bis zum 5. Dezember, die britische Jagdpanzerreihe zum FV-217 Badger. Wir schauen uns heute die Tortoise in zwei Gefechten an und sehen da sehr gut, wie man die Torte einsetzen kann. In der ersten Runde ist es eher das Prinzip fahren und schießen, denn wenn wir das hier nicht gemacht hätten, hätten wir gar nichts abbekommen. Und in der zweiten Runde eher das Prinzip, ich stelle mich irgendwo hin und hau die DPM raus bis zum geht nicht mehr. Insgesamt die britische Jagdpanzerreihe, diese AT-Reihe, die Torte, der Badger. Ja, Mobilität haben die alle nicht. Ich habe jetzt hier sogar auch einen Turbolader eingepackt, um die ganze Sache ein bisschen besser zu gestalten. Damit müsst ihr klarkommen. Sie haben gute Panzerung, sie sind langsam und wenn ihr einmal einen Gegner an eurer Seite habt, beziehungsweise er euch die Ketten gezogen hat, dann bekommt ihr massive Probleme. Schauen wir uns die Tortoise mal genauer an. Sie hat im Grunde die gleiche Kanone wie der Conway, also die kleine, die lange Kanone des Conways, eine 120mm Kanone, 259 Durchschlagsleistung auf der AP mit guten Fluggeschwindigkeiten von 1067 Metern pro Sekunde. Premium ist eine APCR mit Durchschlagsleistung 326, auch hier der Alpha 400 und als Hash oder HEP oder wie auch immer hat er 120 Durchschlagsleistung bei einem Alpha von 515. Fluggeschwindigkeiten auf der APCR 1334 Meter pro Sekunde. 0,31 die Stockgenauigkeit der Kanone, 1,7 Sekunden die Einzielzeit, das sind wirklich herausragende Werte. Trotzdem solltet ihr der Kanone die Einzielzeit geben, denn die Softstats sind nicht wirklich gut. Topspeed 20, rückwärts 10, Leistungsgewicht 10,54 PS pro Tonne. Wie angesprochen, die Dinger sind langsam. Auch der Badger wird nicht viel, viel besser. Er wird, glaube ich, ein Ticken besser. Aber insgesamt wirklich, ihr seid sehr gemütlich unterwegs. Und das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Das müsst ihr mögen. Ansonsten habt ihr mit dieser Panzerreihe überhaupt keinen Spaß. Gun Depression 10 Grad. Rundherum kann man jetzt nicht sagen, aber überall hat sie die. Gun Elevation 20 Grad. 2000 Hitpoints, 390 Meter Sichtweite und gucken wir uns mal die Panzerung an. Die Oberwanne ist im Autobounce-Winkel, wenn ihr gerade da steht, mit 277 mm. Die Unterwanne, wenn man das so nennen kann, kommt auf 270 bis 280, teilweise 300 mm. Die Superstructure links 280, rechts neben der Kanone 270, 75 mm. Der Bereich um die Kanone drumherum. Autobounce-Winkel oder Werte ab 270 bis teilweise über 470 mm. Die Kanonenblende mit Schottpanzerung über 470 mm. Weak Spot in der Front. Die Kommandantenkuppel auf der rechten Seite, beziehungsweise wenn ihr frontal zu ihr steht, auf der linken Seite. Mit im günstigsten Fall 175 mm, aber auch dort sind einige Bereiche deutlich, deutlich dicker mit 278 mm. Sie hat sehr dicke Ketten, das heißt, wenn ihr euch ein bisschen anwinkelt, bleibt auch sehr viel in der Kette hängen. Wenn ihr 90 Grad in die Seite steht, an der Wanne, wo die Ketten sind, so kommt drauf an, wo ihr trefft, 150, 100 mm, aber auch mal über 200 mm, da kommt ein bisschen Schottpanzerung ins Spiel. Der Aufbau Front, ganz vorne an der Kanone 300 mm, an der Seite ansonsten 150, hinten 100 mm, Kommandantenkuppel in der Seite auch 100, im Heck 100 mm, an der Superstructure auch und obendrauf hinten die Motorabdeckung 38 mm, beziehungsweise obendrauf 57. Ja, also wenn ihr von der Arte getroffen werdet, euch fliegt oft die Kette ab, ihr bekommt oft das Problem, dass ihr wirklich Schaden bekommt. Also man könnte sogar überlegen, ob man hier nicht die schwere Splitterschutzbeschichtung draufpackt, um das ein bisschen zu verbessern. Wobei ich hier dann doch eher zu dem Modul mal noch gleich was sagen werde. Also die Runde hier ist schon vorbei, 15:0. Das Prinzip fahren und schießen, ja, also ihr seid langsam, ihr müsst mitrollen, ihr müsst ein bisschen auf eure Panzerung vertrauen. Wenn ich in dieser Runde hinten rumgestanden hätte, hätte ich absolut gar nichts abbekommen. Die Kanone kann das, die Kanone kann präzise aus der zweiten oder auch vielleicht mal aus der dritten Reihe arbeiten, dafür ist sie genau genug.
Das Problem ist einfach, dass ihr nicht mehr nachrücken könnt. Ihr müsst mit dem Team mitfahren und wirklich eure Panzerung mit einsetzen. Ansonsten bekommt ihr mit diesen langsamen Fahrzeugen auf jeden Fall Probleme. Zweite Klasse bekommen wir hier 2800 Schadenspunkte. Das ist der zweitmeiste Schaden und die zweitmeisten XP. Wie gesagt, die Runde ist sehr eindeutig und wenn wir hier einfach nur rumgestanden hätten, dann wären wir hier mit ganz, ganz wenig Schadenspunkten rausgegangen. Oben an der Spitze, was heißt das konkret? Es gibt Aufträge, die ihr machen könnt mit diesen Panzern der Reihe. Da gibt es XP, Crew-XP. Wenn ihr den 10er schon habt, lohnt sich's durchaus auch. Mit dem 10er könnt ihr euch Aufträge für mehr so Verbrauchsgüter Spaß erfarmen. Also lohnt sich durchaus. Wenn ihr die Reihe grinden wollt, gibt es auch noch Rabatte. Die Panzer bis zur Stufe 5 der Reihe gibt es 50% günstiger und ab Tier 6 gibt es die Panzer der Reihe 30% günstiger. Sobald der Artikel verfügbar ist, packe ich euch den auch mit in die Videobeschreibung. Die zweite Runde, hier dann eher das Prinzip, ich bleibe einfach mal stehen und lasse die krasse DPM der Kanone arbeiten, denn mit 7,1 Sekunden Nachladezeit hat das Teil eine Stock-DPM von 3380. Wenn man jetzt auch entsprechende Module und Mannschaft für das Ding hat, geht es richtig, richtig ab. Kommen wir mal direkt zur Mannschaft. Das Teil hat einen Kommandanten, Richtschützen, Fahrer, Funker und zwei Ladeschützen. Damit könnt ihr im Grunde alle Panzer der AT-Reihe ab Tier 6 leveln. Der 5er ist noch ein bisschen anders, aber gut, ich meine, den 5er hat man relativ schnell durch. Der AT2 ist auch, glaube ich, jetzt nicht ein Fahrzeug, was man sich unbedingt in der Garage behalten sollte. Also die Mannschaften kann man quasi durchweg mitnehmen. Das ist wirklich sehr praktisch. Zu den Modulen. Der erste Slot ist Feuerkraft. Und hier habt ihr jetzt im Prinzip schon die Überlegung oder eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Wollt ihr weiter eure DPM verbessern, also baut ihr in den Feuerkraftslot einen Ansetzer ein, oder die andere Option, ihr baut dort einen Drehmechanismus ein und verbessert das Gunhandling und vor allen Dingen auch nochmal die Drehgeschwindigkeiten des Panzers, was durchaus eine Option ist, und dann baut man halt den Ansetzer in einen der Nicht-Kategorie-Slots ein. Ich bin das Teil hier noch mit einem Turbolader gefahren, einfach um die schlechten Geschwindigkeits- und Mobilitätswerte ein bisschen noch zu verbessern. Trotzdem, der hat mir jetzt hier in der Runde nicht viel genützt, denn, wie gesagt, wir sind hier einfach stehen geblieben und haben die DPM arbeiten lassen. Wenn man die Torte mal noch in einen Vergleich mit anderen Tier 9 Jagdpanzern setzt, dann fällt natürlich die sehr gute DPM auf. Wie gesagt, mit einer der besten im Spiel. Die Durchschlagswerte mit 259 auf der Standardmunition sind tatsächlich nicht so überragend. Auf dem Conway mit der Kanone ist das nicht unbedingt so ein Problem. Man kann man noch ein bisschen flankieren. Der hat auch einen etwas besseren drehbaren Turm natürlich. Der Alpha ist auch nicht unbedingt der allerhöchste. Also klar, die Fosch, der Stritzwagen, die liegen da auf einem ähnlichen oder gleichen Niveau. Aber mit 400 Alpha bist du auf Tier 9 auf jeden Fall nicht das Maß aller Dinge. Dafür natürlich gerade Einzielzeit und Genauigkeit für Jagdpanzer sehr gut. Da kommt, glaube ich, muss nochmal der Stritzwagen drüber. Allerdings die Softstats auf der Kanone. Da sind wir schon eher in einem schlechten Bereich. Da ist zum Beispiel nur der Conway mit der gleichen Kanone nochmal einen Ticken schlechter. Mobilität brauchen wir nicht drüber reden. Das Langsamste, was ihr so finden könnt, auch bei den Drehgeschwindigkeiten, kommt da nur der Jagdtiger noch drunter. Hier zum Beispiel gerade der Einsatz der Hash-Munition gegen einen Conqueror. Wenn man gar nicht durchschlagen kann, warum nicht? Ansonsten, wenn man weiß, man kommt gleich ein Light auf einen zu. Also 120 mm auf der Hash-Munition. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Tarnwert ist im Grunde auch nicht wirklich vorhanden. Halt, das war die falsche Vergleichstabelle. Tarnwert, ja, auch bei der Vergleichstabelle ist nicht wirklich vorhanden. Es gibt nicht viele Fahrzeuge oder eigentlich nur den Conway, den ich jetzt hier habe, der schlechter ist. Der ist halt auch deutlich höher, ne? Der Conway, ein sehr, sehr großes Fahrzeug. Aber ansonsten die restlichen Jagdpanzer, selbst der Jagdtiger
ist ein bisschen besser als die Tortoise. Und das ist relativ verwunderlich, weil der Jagdtiger, glaube ich, ich würde sagen, der ist höher als die Torte. Aber naja, gut, es ist halt so. Ja, wie schon angesprochen, ne, die Torte kann im Grunde auf zwei verschiedene Arten gespielt werden. Es ist wirklich dieses Fahren und Schießen, was jetzt hier nicht so relevant ist, sondern hier ist es wirklich diese Mitte zu decken, die Mitte zu halten und zu gucken, dass hier niemand durchbricht. Das ist übrigens sehr, sehr ungewöhnlich, dass der Gegner hier so massiv durchbricht auf Fjorde. Wir werden aber auch gleich sehen, ja, das ist durchaus ein Problem, denn der Süden fällt jetzt zusammen, der Norden kriegt hier auch nichts wirklich geschissen. Am Ende werden wir hier die Runde leider verlieren, obwohl wir hier eine ganze Menge an Schaden machen. Es nützt aber halt nichts, immer nur eine Seite in irgendeiner Form zu halten, sondern man muss halt auch aktiv spielen. Das ist halt die Meta. Mobilität entscheidet das Spiel und das hat die Torte halt nicht. Und es nützt am Ende überhaupt nichts, dass wir hier diesen Durchgang im Grunde versperren, wenn links und rechts die Flanke einfach in sich zusammenbricht und wir auch mit unserer Mobilität auch einfach hier an dieser Stelle gar nicht das Gefecht bestimmen können. Dafür hätten wir halt woanders hinfahren müssen. Und das ist halt das Problem, was diese britischen Jagdpanzer haben. Man kann halt entweder gucken, dass man so eine Ecke einfach hält. Ja, das ist natürlich eine Option. Oder man fährt halt mit dem Team mit. Aber wenn man Pech hat und sich für die falsche Seite entscheidet oder die Teammates einen im Stich lassen, weil sie halt merken, oh, die Flanke fällt, ich fahr mal weg, dann bist du halt immer am Arsch mit so einem Panzer. Immer. Du kommst auf Gedeih und Verderb nicht mehr weg. Und dann bist du wirklich darauf angewiesen, dass du auf deine Panzerung vertraust und dass die Gegner vielleicht mal nicht die Zwei-Taste finden. Und du das Ding noch einigermaßen dort halten kannst. Aber wenn du alleine gelassen wirst und die Gegner deiner Flanke sind, dann hast du mit diesen britischen Jagdpanzern keinen Spaß mehr. Leider gibt es für diese Runde gar nichts. Wir bekommen halt keine große Medaille und deswegen bringt uns das hier in dieser Runde überhaupt nichts, dass wir 4600 Schadenspunkte machen. Es bleibt halt bei noch nicht mal der dritten Klasse einem Wirkungsfeuer. Aber ja, wir müssen halt vertrauen, dass unsere Teammates entweder ihren Job machen oder wir fahren halt mit und versuchen sie zu unterstützen. Aber dann kann halt das Angesprochene passieren. Die Flanke fällt und eure Teammates sind halt immer mobiler als ihr und die lassen euch in einem Zweifelsfall halt im Stich. Es war ein bisschen APCR mit dabei, die Premium-Verbrauchsgüter entsprechendes Minus. 1600 hat die Panzerung abgewehrt, die kann schon was leisten. Wenn die Gegner den Weak Spot kennen oder halt eine High Pen Heat haben, habt ihr trotzdem nichts mehr zu lachen. 849 an Support und 1148 Erfahrungspunkte. Bei den Verbrauchsgütern habt ihr jetzt gesehen, habe ich die Premium-Verbrauchsgüter dabei. Es kann aber auch durchaus sinnvoll sein, das ist ähnlich so ein bisschen wie beim T95, dass man zwei Rep-Kits mitnimmt, denn natürlich versucht der Gegner euch in den meisten Fällen erstmal die Kette zu ziehen, um in eure Flanke zu kommen. Und deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, auf die Premium-Verbrauchsgüter, also was ist das, Kaffee oder irgendwas, was die Briten haben, ich weiß gar nicht, egal, also auf die zu verzichten. Und ein großes und ein kleines Rep-Kit einzupacken und natürlich auch kein Feuerlöscher dafür. Aber dann kann man auf jeden Fall die Option, dass man schneller mal noch reagieren kann, wenn euch die Kette gezogen wird. Alle Infos zu oben an der Spitze, den Link dazu in der Videobeschreibung. Ein Video zum Badger wird es natürlich auch noch geben. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Unterstützer. Namentlich genannt sind das Thomas, Irondalk, Synam, Parsival und Kedö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.